Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Academy, The First Riddle. Kapitel 3 steht an. Ich bin gespannt. Ich kann mich bestimmt erstmal ausblenden. Wir kriegen doch locker eine Cutscene, oder? Also abgesehen davon... Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen nur Tucker. Okay. Hey, Tucker. Sam, du könntest eine Lawine verschlafen. Mann, hat dich das Summen nicht aufgeweckt? Was für ein Summen. Sieht aus, als wäre irgendwo im Raum eine Mücke. Igitt. Ich werde mich hier eine Weile bedeckt halten. Will mir nicht noch mehr Ungeziefer einfangen, also bis später. Ja, Tucker, wie wär's, wenn du einfach mal duschen gehst? Wäre das vielleicht der Deal? Ich sehe die Fliegen halt schon hin und wieder um dich rumschwirren. Und wenn du sagst, du hast dir schon Ungeziefer eingefangen, möchtest nicht noch mehr? Nun... Wie wär's, wenn du... Lassen wir das. Lassen wir das. Oh, nur um sicher zu gehen. Bitte, oh, bitte morgen keine Lawinen. Was für Lawinen? Ob du geraucht hast, Tucker? Wenigstens haben wir nicht wieder die American Pie Szene, wo er die... Nein, lassen wir das. Lassen wir das... Wir gehen einfach mal. Oh wow. In Wirklichkeit stinkt Cornelius einfach. Ja, der hat's verdient. Nun, wir machen erstmal das blöde Zeitungsrätsel. Ich habe keine Ahnung, ob wir die überhaupt brauchen. Aber machen wir mal. Ja... Okay, jetzt in 5x5, also spannend. Wow, ich weiß nicht, ob ich da gerade Gehirn für habe. Hier ist insgesamt nur eine nicht beleuchtet und das muss die hier sein. Verdammt, pack doch mal hier eine 2 hin. Hier eine 3. Dann sind... das Ding ist auf jeden Fall nicht beleuchtet, okay. Und hier eine 1. Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. Dann müsste hier eine 1 hin und hier eine 4. Und hier eine 1 und hier eine 2. Dann haben wir, glaube ich, schon ein Problem, oder? Das kommt, glaube ich, eher hin. So, dann muss hier aber eine 3 hin. Das ist okay. So, eigentlich könnten wir hier dann auch locker eine 4 hinpacken. Nee, könnten wir nicht. Dann ist das Ding nicht beleuchtet. Oh Gott, so. Hier muss jetzt alles beleuchtet sein quasi. Also die ganze Reihe durch. Das heißt, wir packen hier mal eine 4 hin. Hier mal eine 3. Hier mal die 1 und hier mal die 2. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann kommt hier eine 4 hin. Dann kommt hier eine 2 hin. Hier eine 3. Hier eine 1 und hier eine 2. Success. Okay. Gut. Ich hoffe, dafür müssen wir nicht noch 5 Stück machen. Was tust du da? Du hast noch nie eine Tagesaufgabe? Doch. Eben gerade? Dudes.
Okay. Ich glaube, deine Texte sind einfach sehr random. Heute ist Unterricht von kreativem Schreiben. Veranstaltet von Maya und moderiert von Anastasia. Warum ist das veranstaltet von der Schülerin und moderiert von der Schulleiterin? Muss ich das verstehen? Vermutlich nicht. Okay. Hier ist auf jeden Fall große Fliegenparty. Boah, das ist schon sehr widerlich. Ich gehe mal Richtung Main Quest. Oder ist die Main... Ich bin sehr leise. Dann... dreh doch den Stream lauter. Hey, Benji, du gehörst also auch zu diesem kriminellen Pack. Ja, moin. Du bist auf Anschlag. Ich bin von der Lautstärke her genauso wie die letzten beiden Streams, die du zugeguckt hast. Ich habe nichts verstellt. Und der Pegel hier sagt auch, ich bin vielleicht eine Mühe leiser als sonst, aber nicht viel. Also ich habe hier am Setting halt original nichts verändert. Wir machen erstmal Unterricht. Maschinenunterricht, ja bitte. Guten Tag, Mücken. Hat er uns gerade Mücken genannt? Bereit, Maschinenwissen einzusaugen? Wait, what? Hintergrundmusik ist relativ laut. Ja, das kann ich ändern. Och, Cornelius, halt einfach die Fresse. I don't care about that. Ja, bla, bla. Ist mir egal. Holy smokes, als diese Geschichte ausgedacht hat, ne? Furchtbar. So, eine Sekunde. Die Hintergrundmusik mal eine Idee leiser gemacht. Die Kosten für die Fahrt von einer Stadt zur anderen hängen von den Verkehrsmitteln ab, die man benutzt. Die Fahrt mit dem Auto kostet 30, mit dem Zug 40 und mit dem Flugzeug 100 Dollar. Du möchtest deine Verkehrsmittel mischen, um aber von Silver Spring aus auf dem günstigsten Weg zu erreichen. Wie viel würde das kosten? Wo ist denn Silver Spring? Und wo ist Arbor? Gehe ich mal davon aus, dass ich von unten links nach oben rechts möchte? Ist das der Deal? Man weiß es nicht. So, wir würden hierhin 130 brauchen. Das ist, glaube ich, schon relativ crappy. Wobei... Also ist, glaube ich, klar, dass wir auf dem letzten Stück nicht das Flugzeug nehmen. Ah, wobei, naja, das sind halt von hier 130 und von hier sind es 90. Das sind 1, 2, 3, sind 120. Gott. Kann man das nicht irgendwie sinnvoll errechnen? Anstatt oben zu probieren? Bestimmt, oder? Okay, wir gehen mal nur von Auto aus. 30, 90, 120, 150, 180.
Dann wären wir hier. Dann wären wir bei 220. Also 320 würde auf jeden Fall gehen. Die Frage ist, kommen wir irgendwo mit 300 hin? Weil die Sache ist, 1, 2... Es ist tatsächlich günstiger, nach hier zu fliegen, als hier mit dem Zug rumzufahren. Dann haben wir nämlich 30, dann sind wir hier bei 130, 160. Dann kommen nochmal 60 drauf, dann sind wir bei 220. Wait, dann sind wir bei 310, das macht gar keinen Sinn. Ich habe mich irgendwo verrechnet. 30, 130, 160. 220, 310. Okay. Also es ist auf jeden Fall günstiger als die 300er, als die 320er Geschichte eben. Wir können auf jeden Fall nicht dreimal den Flieger nehmen. Das können wir halt vergessen, weil das wird einfach absurd teuer. Wir könnten halt gucken, ob wir einfach vielleicht, warte mal, das sind 1, 2, 120, 150, 250, nee, das wird auch alles teurer. Was ist mit, was ist mit der Ecke unten links falsch? Unten rechts, ich glaube, das soll einfach ein Tunnel sein. Das soll einfach anzeigen, dass das hier eine Teilstrecke ist, dass das durch einen Berg geht. Ich sag jetzt mal drei, also wir kommen auf jeden Fall auf weniger als 320. Deswegen nehme ich jetzt mal 300. Aber es ist offenbar falsch. Diese Rätsel, ne? Entschuldigung, 320. Warum ist 320 denn auch falsch? Are you shitting me? Ja, dieses Spiel, ne? Also, ich berechne jetzt gerade nochmal nach. Von hier unten, wo die Kamera gerade drüber liegt. Fahren wir hier hin, das sind 30. Dann fliegen wir hier hin, sind wir bei 130. Dann sind wir bei 160, 190, 220. Oh, die Strecke darf ich wahrscheinlich nicht nehmen. Weil vermutlich mit dem Satz, du möchtest deine Verkehrsmittel mischen, gemeint ist, dass ich alle drei verwenden muss. Und wenn wir das so machen, bei der 310er Strecke, kommen wir eben nicht auf alle drei Verwendungsmöglichkeiten, genauso wie wir bei 320 nicht das Flugzeug benutzen. Das ist doch totaler Bullshit. Das ist einfach so ein Kappes, ne? Niemand würde das so machen, aber okay. Gut, dann machen wir 1, 2, 3, sind 120, 150, 250, 290 und nochmal 90 drauf sind 380. Es
ist mir jetzt auch, ich kann es ehrlich, ist mir einfach zu doof. 360 geht easy mit allen dreien. Okay. Von hier hin sind 30, dann haben wir 1, 2, 3 mal. Dann sind wir bei 150. Kommst du auf 360? Welche Strecke nimmst du da? Achso, einfach hier oben lang, oder? 1, 2, 3. 150. Achso, ich könnte natürlich auch einfach hier... Stimmt, dann wären es nur 130. Ja, doch, 360 geht easy. Gebe ich dir recht. Wir probieren mal 360. Ist mir jetzt auch einfach zu dumm. Okay, dann geht wahrscheinlich auch 350 oder vielleicht 330. Und es ist mir halt auch einfach total egal. Cool, offenbar geht 330. Ist auch schön, dass die... Flugzeuge scheinen auf den ersten Blick attraktiv zu sein, aber es stellt sich heraus, dass der billigste Weg keine Flugreisen erfordert. Entschuldigung, aber der billigste Weg kostet 310 und das war keine Lösungsmöglichkeit. Und 320 war machbar und 320 war offenbar falsch. Cool. Dieses Rätsel ist einfach falsch. Ich freue mich auf die Bonusfrage. Ein Fahrgast ist mittags in seinem Zugabteil aufgewacht. Besorgt, dass er seine Haltestelle verpasst hatte, stürzte er aus seinem Abteil und fragte nach dem nächsten Halt. Auf dem Korridor sah er, dass das Personal Kerzen vorbereitete. Er kehrte sofort in sein Abteil zurück, weil er überzeugt war, dass das Personal eine satanische Messe abhalten wollte. Nein, in Wirklichkeit war er überzeugt, seine Haltestelle nicht verpasst zu haben. Wie lautet der nächste Halt des Zuges? Wird da sein, weil hier fährt der Zug durch einen Tunnel. Und weil elektrisches Licht scheinbar noch nicht erfunden ist, im Zeitalter der Flugzeuge, zünden die im Zug Kerzen an. Ja. Nun. Vielleicht ist das ein historischer Zug. Vielleicht ist der Zug auch einfach nur scheiße. Cool. Dafür, dass das ernsthafter Unterricht sein sollte... Uff. Warum... Ja, ja, Quiz, I don't care. Ich möchte eure Story nicht in einem Quiz abarbeiten, danke. Mit 5000 nervigen Nebencharakteren. Gib mir die Rätsel. Wobei, selbst das Rätsel war gerade nicht gut. Also wenn das heute so weitergeht, dann... Die Krawallmacher kommen aus den grünen Kreisen und sie laufen auf den Palast zu. Die Wächter von Arbor können an den mit X gekennzeichneten Stellen Barrikaden errichten. Wie viele Barrikaden muss man mindestens aufstellen, um den Palast zu schützen? Wo ist denn der Palast? Da. Drei, würde ich sagen. Also wenn es nur an den mit X gekennzeichneten Stellen geht. Ah, nee, warte mal. Oder sogar vier. Also wir brauchen auf... Oh Gott, nein, warte, es wird immer mehr. Wir machen auf jeden Fall hier mal dicht. So... Also das Ding hier unten können wir uns auf jeden Fall sparen. Wir machen die beiden dicht. Ich hoffe, du hast Perfect Tower 2 noch nicht zu den Akten gelegt. Wie du dem Streamtitel entnehmen kannst, spielen wir im Anschluss Perfect Tower 2.
Die Frage ist, das soll hier nicht auf der Kreuzung sein, ne? Das ist schon neben der Kreuzung. Also die können schon noch hier rumlaufen, ist der Deal, oder? Das ist halt jetzt nicht so 100% eindeutig. Vier hast du hinbekommen? You sure? Also wenn wir die beiden, also die beiden müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann kann man aber immer noch... Ich würde im Moment 5 sagen. Wenn wir davon ausgehen, dass... Eigentlich brauchen wir tatsächlich alle 6, oder? Warte mal. Wir haben doch einen Stift. Lass doch mal malen. So. Der ist hier geblockt. Gute Sache. Dann würden die hier lang gehen. Sind hier geblockt. Gute Sache. Dann lassen wir das mal offen, weil das Ding ist halt richtig unnütz. Hier muss auf jeden Fall zu, sonst watschelt man einfach hier so rum. Damit ist aber der Weg komplett weg. Und dann brauchen wir noch das Ding und das Ding und dann ist halt alles zu. Weil dann geht's hier nicht weiter, dann geht's hier nicht weiter und da auch nicht. Also 5 sehe ich mindestens. Falls das Ding auf der Kreuzung ist, dann nur 4. Aber das ist also... Ist das auf der Kreuzung oder nicht? Ich sag mal 5. Okay, es ist offenbar nicht auf der Kreuzung. Ein Dieb hat eines der Juweliergeschäfte der Stadt ausgeraubt und ist über die Dächer geflüchtet, um den Unruhen auf den Straßen auszuweichen. Sein Chef wollte ihm den genauen Standort des Unterstupfs nicht verraten, um seine Geheimhaltung zu gewährleisten. Dem Dieb wurde nur gesagt, dass ihn ein Hinweis an den richtigen Ort führen würde. Kannst du ihr Versteck finden? Ist da jetzt wieder irgendwo ein Pfeil auf der Map? Irgendwo versteckt, den man... auch beim 8. Mal hingucken nicht sieht, wie bei dem einen Rätsel neulich. Nein, nicht der auf dem Lineal, das hatten wir neulich schon mal. Das ist einfach das Logo von der Uni oder von der Academy. Das hat damit nichts zu tun. Außerdem ist der Hinweis auf der Karte versteckt, nicht auf dem Lineal. Wobei es mich in dem Spiel auch nicht wundern würde. Aber das hatten wir tatsächlich schon mal, dass es auf jeden Fall nicht mit dem Lineal zusammenhing. Hydrate. Guter Punkt. Den Pfeil sieht man easy. Echt? Ich sehe ihn nicht. Wird der Pfeil aus Häusern, aus Grünflächen oder aus Wegen gebildet? Oh wait, ja, okay, ich sehe ihn auch. Das ist halt so... Ja, nun. Was für ein Unfug.